Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben wieder ein richtig geiles Auto hier im Studio. Ja, ich bin Martin, bin aus dem Puckland-Kreis angereist hier ins Studio und sage euch mal was zu meinem Fahrzeug. Hier steht ein Audi A4 B6 Avant S-Line, diverse Umbauten zum Beispiel gewesen. Das ging von Anfang an los erstmal, dass ich den komplett clean haben wollte. Ich habe die Dachreling abgenommen, dass der noch mehr dasteht. Bin vorher, muss ich noch sagen, statt Luft noch Static gefahren, ein paar Jahre. Das war mir dann für die Straßenverhältnisse too much. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt kommt noch Luft rein, das ist von Airlift. Was genau sind das für BBS? Das sind Original-BBS mit 15 Sternen auf 18 geschüsselt. Das ist ein Report aus England, sind die her. Mit Original-Felgendeckel, alles mögliche. Luftfahrwerk habe ich drin mit sogenannten Gasdämpfern. Habe dadurch auch noch, dass ich noch tiefer komme, Camber Arms von England mir bestellt. Deswegen habe ich hinten 4,5 Sturz drin, vorne bin ich bei 1,5. Dann US-Standlichter sehe ich noch, die sind ja auch nicht original, ne? Nein, original, Frontleuchten von Amerika, genauso wie die Heckleuchten, das war ein Paket. Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, wie die Firma hieß, aber original US. Hast du motortechnisch noch irgendwie was gemacht? Ursprünglich ist da ein 1.8T drin, der mittlere mit 163 PS, habe noch verstärkte Zündkerzen drin, verstärkte Spritzeindüsen und dann viel über die Software noch gemacht. Software drauf gespielt. Ich bin jetzt ca. bei 300 bis 350 PS. Wir waren noch nicht auf dem Leistungsprüfstand. Aber das ist ja schon mal trotzdem ganz gut, ne? Genau, mit der kompletten Abgasanlage. Die ist von Fox, die Abgasanlage. Also wirklich komplett einmal durch. Leer gemacht auch natürlich, vom Sound her, dass das passt. Hab keine Klappe, klingt aber so wie Klappe. Hab noch dieses Puff and Bang, dass er ein bisschen ab 2,5 Umdrehungen noch mal ein bisschen kurz knallt. Nicht nur dieses typische GDI-Knallen, sondern das andere. Das Vernünftige. Genau, das Vernünftige Knall. Ja, was kann ich noch? Ich habe von der kompletten Innenausstattung ist komplett Alcantara mit Bezügen von, also dieses Wabenmuster ist original Lamborghini Design. Das habe ich mit meinem Sattel so abgesprochen, weil da hat er sich richtig viel Mühe gegeben, komplett alles mit Alcantara und selbst noch diese Einstickung, was er wirklich nur für dieses Fahrzeug gemacht hat. Ja, das ist schon geil, ne? Genau. Hinten hast du noch einen Käfig drin, ne? Hinten habe ich schon einen Käfig drin, das ist der normal von Crossworks. Der Käfig, der ist eintragungsfrei, weil er zählt ja nur als Gepäck in dem Sinne. Ein Accessoire für das Auto. Ja. Hinten im Kofferraum ist noch was Cooles, ne? Hinten im Kofferraum, ja, habe ich noch nie so gesehen, war schon mal ein Blitzeinfall von mir und dann haben wir das umgesetzt. Das haben die Jungs von Groundworks gemacht in Magdeburg. Also riesen Dank auch an den Leuten, die den Feuerlöscher so konzipiert haben und die ganze Kompressoren alles so versteckt. Ich wollte es so clean wie möglich haben. So, also diese clean, das soll das ganze Auto ausdrücken und ich denke, das macht es auch, dass er clean dasteht. Ja, auf nicht jeden so Fall. Übertrieben, ne, dezent. Und trotzdem ein Hingucker. Das heißt, das ist deine, ja, wie sagt man? Ist mein Lufttank. Dein Lufttank, ne, genau. Das ist mein Lufttank und unten drunter sind die Kompressoren. Die sind einfach nur normal verbaut. Ich wollte aber was Individuelles, deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir mal den Feuerlöscher. Irgendwie passt das auch zu dem Auto. Also immer positives Feedback auf jeden Fall. Ich finde es auch mega. Na? Noch ein Blaulicht oben drauf und das geht. So ungefähr so eins unten draufstecken und dann, ja. Wie lange hast du das Auto schon? Also das ist ja Baujahr 2003 und ich fahre den seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Und dann ging das schon los mit dem ersten Jahr. Dadurch stehen die ja nur im Sommerfahrt, nur das Sommerfahrzeug. Also ich habe noch einen Daily zu Hause, mit dem ich die ganzen restlichen Touren mache. Ja, ging das vom ersten Jahr an los. Es ging los mit Kleinigkeiten. Das waren, was mir wichtig waren als erstes, dass ich ein paar gute Felgen drauf habe. Mhm. Mit der Luft, das kam ziemlich zeitnah dann noch, weil wie gesagt, ich bin ja 2 Jahre Static gefahren, das war dann too much für die Straßenverhältnisse. Und dann ging das nach und nach Abgasanlage und dann Interieur komplett, also wirklich nacheinander weg. Also ja. Wichtig war mir noch, dass ich hinten, gerade bei den Kotflügeln oder sonst irgendwie hinten, das ist kein Mücke, da ist nichts dran, die sind wirklich bis aufs äußerste Maximum gebürtelt und das war mir sehr wichtig, dass das noch alles original bleibt. Ja, ich bin da nicht so der Freund mit Mücke-Kotflügel dran und noch 3,5 Verbreiterungen, das passt nicht zu dem Wagen. Deswegen dezent clean, so wie er ist.
Perfekt. Seitenschwelle und Frontschürze ist von Nexton. Frontstoßstange war nochmal so ein kleines Problemthema. Ich wollte die unbedingt vom S4 haben, mit den Wadengittern auch vom S4. Habe aber nur unten diesen Ansatz gefunden. Da mussten wir das so ein bisschen stückeln. Da war ja nur dieses Teil, was ich dann hatte. Und das haben sie auch super umgesetzt. Also ich habe schon meine Finger auch mit im Spiel gehabt bei den Fahrzeugen, alles mit dem Umsetzen. Habe aber auch, muss ich sagen, 2-3 Kollegen noch mit an der Hand, die da auch Form sind drin. Mhm. Alleine ist das nicht stemmbar. Ja, sieh doch. Ja. Ich finde es mega. Auto steht richtig gut hier und gerade in der Hohlkehle. Das Rot kommt halt richtig gut zur Geltung. Ne? Dieses Misano-Rot von Audi, das hat ist eigentlich gar nicht so oft. Das hat nur S-Line-Modell gehabt, dieses Misano-Rot. Weil sonst waren die anderen Modelle von Audi Unifarben. Okay. Also dieses Misano-Rot ist ja das, was so dann jetzt, wie man es hier sieht, was so ballert und was so glänzt. Das ist schon geil. Und du fällst auf. Na, das auf jeden Fall. Das ist eine Farbe. Das ist nicht jedermanns Sache. Jeder sagt, auch du als Kerl, warum ein rotes Auto? Ich finde, rot ist, nee, mega. Ist das Auto. Na, also da, ich denke, da braucht man sich auch absolut nicht zu schämen dafür. Was hast du noch vor? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall noch mal in Angriff nehmen? Oder? Im Endeffekt, so wie er jetzt da steht, bin ich erstmal mit dem Gesamtpaket zufrieden. Also komplett. Ich wüsste jetzt nichts. Ich bin eher so der Typ, ich mache die Spontaneinfälle. Ich stehe dann früh auf, habe einen eigenen Furz im Kopf und der muss dann umgesetzt werden. Aber im Moment bin ich so, wie er da steht, absolut zufrieden. Krieg, wie gesagt, positives Feedback immer mal auf die Treffen, die ich da mitnehme. Bin jetzt nicht so der Typ, der auch jedes Treffen mitnimmt, sondern ich wähle mir die schon aus, wo ich das Fahrzeug hinstelle. Also nicht die typischen Baumarkt-Parkplatztreffen, naja, bin ich raus. Na, aber wie gesagt, kann nicht klagen bis jetzt. Nee, steht auch wirklich gut da. Danke, dass wir das den Leuten einmal zeigen konnten. Gerne, gerne. Ja. Sehr gerne, es hat mega Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt auf das Ergebnis. Super, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.